Das für ein Cowboy. Ach so, hören wir sie? Hier? Da oben steht einer. Da unten. Warum konnte ich den jetzt nicht? Das gefällt mir gar nicht. Schaltet sie ab. Doch, verdammt! Warum konnte ich den jetzt nicht töten? Hat das Cooldown? Ups, ich. Och, come on, jetzt hänge ich hier fest. Ich häng fest. Blums stadtweites Netzwerk ist der einzige offizielle Netzwerkanbieter im Vereinigten Königreich. Oh, krasse Bauchmuskeln. Hier geht's runter. Und irgendwie hört hier der Weg auf. Hier schon wieder eine Munitionskiste steht, ne? Ich schon wieder Angstzustände. Augen offen halten. Ja, geh mal bitte ein bisschen weg. Na egal, ich gehe jetzt hier einfach rein. Oh, das ist anstrengend, das Spiel, Chat. Ich hätte da eine Bombe legen können. Warum habe ich das wohl nicht? Weil du kryptische Fragen magst? Weil wir etwas gemeinsam haben. Richard Malik hat uns beide verarscht. Sieh zu. Albions neuer Überwachungsauftrag, wie versprochen. Ist alles vorbereitet? So gut wie. Aber zuerst sagst du mir, um was es hier eigentlich geht. Okay. Ich infiltriere eine Terrororganisation namens DedSec. Ich arrangiere ein Treffen mit ihnen und deine Männer werden mich schnappen, bevor DedSec eintrifft. Es muss echt aussehen. Sie dürfen nichts bemerken. Du bist echt verrückt, Richard. Was zur Hölle willst du damit erreichen? Tote Terroristen. Ich vermute, dass Malik mit den Bombenanschlägen zu tun hat. Und der Vertuschung. Außerdem glaube ich, dass er und seine Verschwörer wieder zuschlagen wollen. Genau das hat er über dich gesagt. Aber natürlich. Lektion 1. Wenn du lügen willst, verflechte es mit Wahrheit. Und wir sollen dir einfach vertrauen? Mir schwebt da eher ein Geschäft vor. Ich habe eure Agentin. Tötet Malik mit mir, dann lasse ich sie frei. Diese Tür öffnet sich in 30 Sekunden. Aber wir haben Malik erst schon getötet, stimmt's, Julia? Immer wenn ich dann laufen will, kommen hier irgendwelche Texte plötzlich. Dieser Bastard!
Malik steckt hinter der ganzen Zero-Day-Sache, oder? Kann man unmöglich sicher sagen, aber es sieht danach aus. Wir wissen auf jeden Fall, dass er uns den nächsten Anschlag in die Schuhe schieben will. Du weißt ja, was ich denke. Aber das ist riskant. Du entscheidest. Ich nehm's nicht leicht, aber ich glaube, wir sollten ihn töten. So holen wir unsere Freundin zurück und es gibt eine Bedrohung weniger. Verdammt guter Zug. Okay, wie gehen wir vor? Du willst wissen, wie wir Malik aus dem Verkehr ziehen können? Ich hätte da ein paar Ideen. Kein Grund, das kompliziert zu machen. Wir locken ihn ins Freie und erschießen ihn. Ja, das würde gehen, aber Spaß macht das nicht. Wollen wir ihn nicht wenigstens vergiften? Wir haben noch nie jemanden vergiftet. Ist notiert, Bagley. Aber fürs Erste halten wir uns lieber an das Erschießen. Na gut, ich wende mich an Emma Child und sage ihr, dass der Zeck helfen wird. Gucken, wo wir jetzt hin müssen. Mission abgeschlossen. Tötungszone. Hier ist Malik für dich. Denk dran, er soll uns in der Öffentlichkeit treffen, damit wir seinem Schädel ein paar Luftlöcher verpassen können. Okay, dann los. Hast du Emma Child? Nein, die Situation ist aus dem Ruder. Können wir uns treffen? Was ist passiert? Sie wusste, dass wir kommen. Vielleicht hat sie ihn Spitze. Wir müssen uns treffen. Vielleicht am Piccadilly? Nein, nein. Piccadilly wimmelt nur vor Albion. Wie wär's mit Trafalgar Square? Bagley, deine Meinung? Der Trafalgar Square ist optimal. Gut, dann ist das entschieden. Dann bis bald. Er hat die Verbindung getrennt. Passt. Verbinde mich mit Child. Ich hole unsere Freundin zurück. Großartig. Ja, was? Malik ist so gut wie tot. Bagley schickt weitere Infos. Und wo ist unsere Agentin? Die kriegt ihr, wenn Richard tot ist. Fick dich. Rück sie sofort raus oder wir sind weg. Gut. Mura, was denn? Als Vertrauensbeweis organisiere ich eine Übergabe an einem zufälligen Ort. Ich werde niemanden zu ihrem Schutz verheizen. Also beeilt euch, wenn ihr sie an einem Stück wollt. Verlässt London. Ich bin ehrlich gesagt froh, wenn ich London wieder verlassen kann. Das ist ja richtig schlimm hier. Jeder will jeden töten. Das ist schon, also... Hier angelt erstmal jemand. Na toll. Genau das. Wo müssen wir hin? Da. Aber warum? Okay, wir gehen irgendwo rein. Durch den Tunnel. Ja, die fluchen wirklich so viel. Also in London ist wirklich, da ist das Stadtklima wirklich nicht gut. Die haben ja alle nur schlechte Tage. Vielleicht sollten sie mal sowas wie eine Kirmes oder so veranstalten. Dass sie mal alle wieder ein bisschen Spaß haben. Sicherheit und ihr Wohlbefinden haben für Albion oberste Priorität. Naja, egal. Ich glaube, es ist gerade ein bisschen zickzack. Ja, aber natürlich. Selbstverständlich. Ja, ja, ja. Ach, übrigens. Am Dienstag gibt es den nächsten Stream. Mit Watch Dogs. Weil, ja, das kriegen wir heute auf jeden Fall nicht durch. Das wusste ich aber schon. Das heißt, Dienstag gibt es auf jeden Fall nochmal Watch... Was? Schwester von? Jessica Yoshi. Wer ist Jessica Yoshi? Genau, Dienstag gibt's... Hier ist öffentlich zugänglich. Da brauchen wir jetzt nicht drauf achten, was wir anhaben. Ich wiederhole mich. Dienstag gibt's Watch Dogs. Da ist unsere vermisste Freundin. Mach sie los und schick sie ins Versteck. Und Mittwoch, guck mal dann mal, wie weit wir so sind. Solltest du nicht. Was war das denn jetzt? Und du? Moment. Scheiße. Das ist strafbar. Oh.
Ja! Alles okay? Alles in Ordnung, ja. Es war eigentlich gar nicht so schlimm. Aber duschen muss ich. Fantastisch. Ausgezeichnet. Sobald sie zurück ist, kriegt sie von mir neue Unterwäsche. Jetzt brauchen wir jemanden am Trafalgar Square. Einverstanden. Bringen wir es zu Ende. Bagley. Was schon lustiger auf jeden Fall. Emma Child ist dran. Gut, ich kann alles sehen. Besprechen wir den Plan. Die Kanadier haben mir ein Büro am Platz überlassen, damit ich dich im Auge behalten kann. Gott segne das Commonwealth. Also, Folgendes wird passieren. 4 Scharfschützen decken alle Winkel ab. Hier, hier, hier und hier. Dein Job ist, Malik aufzuspüren. Und wenn du ihn dann hast, kratzt deine Augenbraue. Das bestätigt das Ziel. Dann bis 2 zählen und ducken. Na schön. Welche Garantie habe ich, dass ich nicht auch erledigt werde? Ich habe gesehen, wozu ihr fähig seid, wenn man euch ans Bein pinkelt. Wenn ihr mich nicht verarscht, verarsche ich euch nicht. Wie klingt das? Okay, gut. Ich finde das so komisch. Diese Emma Child ist jetzt schon die 3. oder 4., der wir einfach so vertrauen. So, und wir haben ja bei Malik gesehen, wie das schief gehen kann. Jetzt vertrauen wir Emma Child. Und ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass... Also, ich weiß nicht. Ich trinke erstmal einen Schluck. Chat, alle was trinken. Ich habe hier so eine Special-Cola. Wartet mal. Kann ich euch das zeigen? Ich gehe mal kurz... Mal das. Okay, jetzt kann sein, dass ihr mich seht, aber ich habe hier so eine komische Cola. Schmeckt richtig eklig. Wartet, ich versuche mal, euch das zu zeigen. Die schmeckt richtig widerlich. Ich habe mir die mitgenommen, weil die ganz cool aussah. Aber da steht drauf, Future Inspired Flavor Co-Created with AI. Schmeckt eklig. Ich kann es nicht anders sagen. Wenn das unsere Zukunft ist, dann trinke ich keine Cola mehr. Es ist so ein bisschen willkürlich. Aber ich bin nicht die böse Malik, ist doch der Verräter. Ja, das ist so... Und wir einfach so, ja gut, okay. Dann töten wir jetzt einfach Malik mit dir zusammen. Kein Problem. Weiß nicht, das ist seltsam. Einsatzteamleiter, Bericht. Keine Spur von Malik, Ma'am. Sauberer Schuss auf den Deadseck-Arsch. Verlockend. Fuck. Wo zum Teufel ist er? Das gefällt mir nicht. Mir auch nicht. Scheiße. Ich habe hier kein Filament-Terminal. Ich muss eins anfordern. Etwas Geduld bitte. Das dauert ein bisschen. Könntest du mir helfen, Bagley? Wenn doch nur jeder Einwohner Londons ein Hightech-Überwachungsgerät bei sich tragen würde. Hack ein paar Optics und ich überprüfe, ob Malik irgendwo zu sehen ist. Wird gemacht. Oh, warte, ich mache das noch aus. Danke, Julia. Ich habe nur darauf geachtet, dass ich... Ich scanne ihren Körperkameraspeicher, ob ich etwas zu Malik finde. Gucken wir uns noch kurz das Bild hier an. Ich habe nur darauf geachtet, dass ich die Kamera wieder zumache. Der ist an irgendeinem Brunnen oder was ist das da? Das ist der da bei dem Mülleimer. Entweder ist das ein toter Briefkasten oder er ist gern kostenlos. Was zum Teufel ist hier los? Malik wäscht wohl Wäsche. Mit dieser Technik wird man ein Überwachungsteam los.
Wenn das so ist, befindet sich in diesem toten Briefkasten noch ein zweiter Treffpunkt. Fuck. Glaubst du, er weiß Bescheid? Ich glaube nicht. Er würde verschwinden, wenn er eine echte Bedrohung sehen würde. Ich versetze die Schützen in Bereitschaft, während wir umplanen. Entschuldigung. Ich bin es nicht gewohnt, dass ich die Kamera anmache, deswegen... Ja, ich weiß auch nicht, das ist... Da oben drüber steht 3000, Limited Edition, Coca-Cola, Zero Sugar. Dann irgendein Zeichen, Creations, und dann Future Inspired Flavor, Co-Created with AI. Das ist auch nicht hinten drauf. Steht nur Erfrischungsgetränk mit Pflanzenextrakten bis mit Süßungsmitteln. Natürliches Aroma. Aber man kann das absolut nicht herauslesen, was das sein soll. Hier ist irgendein QR-Code dabei. Warte mal, das interessiert mich jetzt. Wenn ich den scanne... Scheiß auf Automatisierung, ihr Wichser! Da was steht. Aber ich glaube, das Problem ist hier allein schon das Süßungsmittel. Man schmeckt es halt raus. Willkommen bei Coca-Cola Creations. Diese limitierte Coca-Cola-Kreation, die mit der Kraft menschlicher Kreativität und künstlicher Intelligenz geschaffen wurde, bringt die Zukunft in die heutige Welt und nimmt dich mit auf eine Reise in eine Zukunft, die von Mensch und Technologie geprägt ist. Sonst steht hier auch einfach gar nichts. Was das für eine Geschmacksrichtung sein soll. Ist einfach nur eklig. Okay. Wir suchen Malik. Nein zu KIs! Nicht mit uns! Was zum Teufel ist hier los? Glaubst du wirklich, ich lasse mich von Nigel Cass hinters Licht führen? Er hat das Treffen aufgenommen, weil ich das wollte. Und Emma Child hat das bekommen, weil ich es wollte. Und jetzt hat die Polizei die vollständigen Profile all eurer Leute. Wenn du leben willst, dann auf den Boden und die Hände an den Kopf. Nein, das werde ich wohl sein lassen. Nein, nein, das hast du falsch verstanden. Das ist, damit ich die Splitter nicht treffen. Fuck. Hey, hier drüben! Hey, du, bleib stehen! Was hab ich denn los. Jetzt damit zu tun? Scheiße! Child war in der Botschaft! Es ist zu spät! Los! No, ich hänge! Der Verfolgungsjagd sein Ende. Dein Ernst? No! Wieso ist hier nirgendwo ein Auto? Ach, Mann. Die haben wir, glaube ich, auch noch nicht so viel gespielt. Alvin hat leider jemandem eine unfreiwillige Auszeit verordnet. Also bist du jetzt dran. Nicht witzig, Bagley. Es ist ernst. Erledigen wir es. Yo, hat jemand einen Plan, warum ich plötzlich gesucht werde? Hat jemand die Klappe aufgerissen? Ich habe dasselbe Problem. Bagley, hast du eine Idee? Anscheinend hat Malik nicht geblufft. Eure Gesichter sind überall in den Nachrichten und nicht im positiven Licht. Fuck. Okay, Bagley, ruf alle zu einem Treffen im Versteck zusammen, ja? Bringe dich in Sicherheit, hat jetzt nicht so gut geklappt.
Los, gib mir endlich jetzt. Gib mir Punkt hier. Ich hoffe, wir schaffen das Kapitel heute noch. Das wäre echt cool. Das sind wieder die gleichen Ausrufezeichen. Die haben wir uns schon angehört. Na klar, schaffen wir das? Ja, das wäre schon cool. Das ist eine Nachricht für Detzek. Wird Richard Malik versuchen, mich auf grausame Art und Weise zu ermorden. Falls ihr Malik seht, sagt ihm... Das Kanada-Haus wurde durch eine Reihe von Explosionen zerstört und eine Person, die Teil der Detzek-Organisation ist, wurde auf Überwachungsaufnahmen bei einem Fluchtversuch gesehen. Der neue Leiter der SIRS-Antiterror-Einheit, Richard Malik, hat Folgendes dazu gesagt. Ich appelliere an meine Amtskollegen auf der ganzen Welt, diese DedSec-Bedrohung unter keinen Umständen zu vernachlässigen. Das ist kein Widerstand. Widerstand gegen was? Es ist eine internationale Terroristenmiliz. Gemeinsam mit meinen Amtskollegen in den Fünf-Augen-Nationen werde ich dafür sorgen... Genug! Ihr seid am Arsch! Ist ein scheiß Blutbad da draußen. Warum töten wir den Kerl nicht? Das würde ich nicht empfehlen. Detzeks Überlebenschancen gehen in allen Szenarien gegen null, noch bevor er gefunden wird. Malik weiß das wohl auch. Ja, ein paar von uns hatten bereits die Idee. Na los, Bagley. Erledigt. Die Theorie. Ein Regierungsgebäude wie das Kanada-Haus zu sprengen, erfordert Schmiergelder, ein Infiltrationsteam, Material und so weiter. Das hinterlässt eine Papierspur, die von einigen das Malik-Dossier getauft wurde. Wir brechen ins SRS-Hauptquartier ein, stehlen es und beweisen, dass Malik hinter dem Anschlag steckt. Vielleicht finden wir sogar noch etwas zu Zero Day. Missionsliste ist aktualisiert. Einfach ins SIRS-Hauptquartier. Das wird ja gar kein Problem sein. Ja, eine Sache noch. Ich weiß, dass Malik gerade unsere beste Spur zu Zero Day und den Bombenanschlägen ist, aber er ist verflucht gefährlich. Wenn du ihn siehst, wir brauchen ihn nicht lebend. Das ist es nicht wert. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, das, was Malik über Zero Day und die Bombenanschläge weiß, ist wichtiger als das Wohlergehen jedes Agenten. Malik sollte lebend geschnappt und verhört werden. Okay, ich glaube... Das Malik-Dossier ist, glaube ich, die vorletzte Mission in diesem Kapitel. Hi Malik, wir sollen dir Folgendes ausrichten. Ja, ungefähr so. Aber wir sollen dir das ausrichten von Emma Child. Ja, nur dass du es weißt. Ich habe eine potenzielle Rekrutin für dich. Ist auf deiner Karte markiert. Nee, ich brauche jetzt keinen neuen Rekrut. Ach, das ist so weit weg, ist das gar nicht. Die Zustimmung gegenüber des SIRS schoss heute in die Höhe, nachdem Einheitsleiter Malik ankündigte, dass die Fünf-Augen-Nationen koordiniert und global gegen DedSec vorgehen werden. Mr. Malik, was genau unternimmt der SIRS, um die Briten zu schützen? Nun, wir wollen nicht nur Großbritannien schützen. Bald schon werden wir wissen, wenn jemand in einem Land mit CTOS auch nur das Wort DedSec ausspricht. Danke. Der SIRS weist darauf hin, dass positive Unterhaltungen über die DedSec-Terroristen oder deren Taten zu Ermittlungen führen können. Nein, warte mal. Au. Okay, ich bin da. Haben wir einen Plan? Wir sind hier, um Dokumente zu finden, die wir das Malik-Dossier nennen. Im Grunde ist das der Papierbeweis, dass Malik hinter den Bombenanschlägen auf das Kanada-Haus steckt. Das Problem ist, dass diese Dokumente nicht auf einem Computer sein werden. Die sind auf Dutzenden im ganzen Land verteilt. Wie gehen wir das an?
Das ist die Millionenfrage, oder? Die sollten wir Malik stellen. Der Sirs verwendet einen Supercomputer namens Filament, um Daten aus dem CTOS-Netzwerk zu verarbeiten. Das funktioniert wie Nudel. Und man könnte damit jedes Dokument auf jedem privaten Regierungs- oder Geschäftsgerät überall in Großbritannien direkt suchen. Du Robotergenie. Brich ein und verbinde Bergley mit einem Filament-Verwaltungsterminal. Er erledigt dann den Rest. So wie immer. Jetzt müssen wir alle Leute in London aufpassen, was sie so zu Hause erzählen, weil ich meine, die Handys hören uns ja ab, das wissen wir ja. Und wenn du jetzt ja quasi einfach nur DeadSec erwähnst, bist du ja schon für tot. Albion. Gut, dass wir die wieder haben. Jetzt du. Bist du bereit? Natürlich. Das ist nicht dein Ernst. Jetzt war's das gleich schon. Wir machen alles nochmal. Der läuft mir einfach hinterher. Ich wollte eh hier reingehen. Nicht der Nächste. Was war das hier eigentlich? Hochklettern. Such nur das Klo. Ich hätte vielleicht von außen erst mal gucken sollen, wo ich hin muss. Aber das wird nicht gehen, das ist rot. Nach oben. Nicht wieder draußen. Wo zur Hölle soll ich hin? Und wo zur Hölle geht's hoch? Ich meine, das war jetzt schön für den Schlüssel, aber wo genau setze ich den ein? Der kommt schon wieder auf mich zu. Neues Personal?
Schwachkopf. Ich hasse es. Ich suche das Gebiet ab. Code 3, alle Einheiten in der Nähe zum Standort begeben. Shit! Okay, gut. Alarm ausgelöst. Ich suche das Gelände ab. Malik, Direktor der SIRS Antiterror-Einheit, leitete höchstpersönlich die Ermittlungen, durch die alle Agenten der Londoner DedSec-Zelle identifiziert werden konnten. Vielleicht besteht noch Hoffnung für die Welt. Ich habe noch nicht so ganz rausgefunden, wie ich in diesem Gebäude nach oben komme. Wo genau ich überhaupt hin muss. Irgendwie. Da ist was gelb. Eine Sondermeldung. Es gab eine gewaltige Explosion beim Canada-Haus am Trafalgar Square. Der SIRS ließ dazu verlauten, dass die Terrororganisation DedSec wieder aktiv sei, nachdem sie monatelang untergetaucht war. Verdächtigen Sie jemand, Mitglied von DedSec zu sein, melden Sie das dem SIRS umgehend über Ihre CSAY-App. Also war ich mit der einen Kamera hier doch schon richtig. Ich habe das Ding noch nicht erkannt. Um von deiner Optik auf das Filament Admin Terminal zuzugreifen, musst du das SRS-Satellitennetzwerk auf meinen Paketstream vom Bloom Tower ausrichten.